Also das Besondere an unserer Schulfarm ist, dass wir nicht nur in der Natur liegen, sondern auch mit der Natur arbeiten. Und unser Motto nach Pestalozzi, lernen mit Kopf, Herz und Hand, auch versuchen in den Unterricht und auch in die Profile mit zu übertragen. Die Schulfarm Insel Scharfenberg stellt einen außerordentlichen Ort des Lernens und Lebens für über 500 Jugendliche dar. In gemeinsamer Zusammenarbeit verleihen das staatliche Gymnasium und die Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft der Berliner Schullandschaft auf dieser Insel einen unvergleichlichen Charme. Diese staatliche Schule ist nicht nur durch ihre einzigartige Lage etwas ganz Besonderes. Das Gymnasium verfügt über ein Internat. Wenn man nicht das Glück hatte, einen der begehrten Internatsplätze zu ergattern, kommt man morgens mit der schuleigenen Fähre auf die Insel im Teglersee im Nordwesten Berlins. Die Zusammenarbeit von Schule und Internat wird maßgeblich durch die Schulsozialpädagogik unterstützt. Kai Wilhelm, Mitarbeiter der TJFBG, hier mit dem 15-jährigen Jehad. Innerhalb des Projekts Voyaggio wurde der minderjährige Flüchtling in den Internats- und Schulalltag integriert. Die Schulfarm Scharfenberg ist eine Schule besonderer pädagogischer Prägung. Das dreizügige Gymnasium wird als gebundene Ganztagsschule geführt. Neben Englisch werden hier die Fremdsprachen Französisch und Spanisch gelehrt. Gartenarbeit in der Inselgärtnerei. Zu den Besonderheiten auf Scharfenberg gehört der verbindliche Projektunterricht. Das bedeutet, dass hier das praxisbezogene Lernen im Vordergrund steht. Neben dem Gartenbau in seinen vielen Facetten, naturwissenschaftlichem Experimentieren und Imkern, kommen Tierfreunde im Bereich der Landwirtschaft ganz auf ihre Kosten, ob bei den Enten, Hühnern, Schafen, Schweinen oder Kaninchen. Sie alle sind zum Anfassen. Die Tiere werden von einer hier lebenden Landwirtin professionell betreut. Auch die Pferde. Sehr gefragt ist natürlich das Reiten. Für die Schüler und Schülerinnen gibt es auf Scharfenberg ein Freizeithaus, das von der TJFBG betreut wird. Es bietet den Jugendlichen während der Pausen und nach der Schule einen Ort der individuellen Freizeitgestaltung. Das Freizeithaus versteht sich als Bindeglied zwischen Schule und Internat und ist ein Ort von und für die Jugendlichen. Besonders beliebt bei den Jugendlichen aller Altersstufen ist, wir sind schließlich auf einer Insel, der Wassersport. Segeln, Paddeln und Rudern direkt vor der Haustür, ob als Projekt oder später als Wahlpflichtunterricht in der 9. und 10. Klasse. An welcher staatlichen Schule kann man noch den Segelschein und die Erlaubnis für das Motorbootfahren machen? Vier Profile haben wir hier auf dieser Insel. Das ist einmal der Wassersport, also wer das Rudern liebt, Segeln liebt, Kanufahren liebt, Schwimmen natürlich, der kann sich bei uns ab der 7. Klasse natürlich richtig ausleben. Wir haben auch das Biologieprofil. Die Tiere sind auf der einen Seite natürlich auch der große Schulgarten mit 5000 Quadratmetern, der auch als Forschergarten mit einbezogen wird. Dann die Kunst und natürlich auch die Musik. Schule kann richtig Spaß machen, zum Beispiel wenn gerade die Bläser im Musikkurs mit dem Namen Band in der Aula vom Haus der Künste proben. Lernen in anderer Form, kurz LIAF genannt, wird auf der Insel in Form von Fächer- und jahrgangsübergreifenden Projektwochen realisiert. Kunstunterricht, hier mal ganz konzentriert in kleinerer Runde, gibt es drinnen oder auch mal draußen. Was sich bewährt hat, Scharfenberg praktiziert erfolgreich eine neue Rhythmisierung des Schultags in Blöcken von 60 bis 75 Minuten. Ist man ein Internatsbewohner so wie Nico, aktuell wohnt knapp ein Fünftel der Schüler temporär auf Scharfenberg, dann geht's nach der Schule erstmal quer über die idyllische Insel ins eigene Zimmer. Dort kann jede und jeder, so wie hier Jung-Soo Oh aus Südkorea und ein Geschoss darüber Zoe, seinen oder ihren Hobbys nachgehen. Hier geht es sehr international zu und die Jugendlichen leben nach Altersgruppen unterteilt in verschiedenen Häusern in ein- bis drei Bettzimmern. Seit 2010 werden die Jungen und Mädchen im Internat von Erzieherinnen und Erziehern der Technischen Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft, kurz TJFBG, betreut. Unser Konzept, was wir verfolgen, ist hauptsächlich auf Vertrauen, Achtung und Respekt. Und wir behandeln die Schüler auf Augenhöhe, wir haben sehr viel Partizipation und wir haben nur Schüler hier, die freiwillig hier sein wollen. Das Besondere an der pädagogischen Arbeit ist
den Spagat hinzubekommen zwischen der Förderung und der Unterstützung der Einzigartigkeit eines jeden einzelnen Schülers und Schülerinnen im Internat und andererseits aber auch zu zeigen, dass in der Gemeinschaft, in der Internatsgemeinschaft, man sich auch mal zurücknehmen muss, auch mal dem anderen einen Vortritt lassen muss und auch mal zeigen kann, ja, du bist in deiner Einzigartigkeit genauso besonders wie ich auch. Die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Jugendlichen wird im Internat großgeschrieben. Dazu gehört nicht nur das formelle Lernen, wie hier in der Lernstunde. Das Internat bietet für die Jugendlichen ein ideales Umfeld zum Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Der Träger stellt bewusst ein Lernumfeld bereit, in dem alle Schülerinnen und Schüler gute Leistungen erbringen können. Egal, ob sie sich bei einer Jam-Session der Schülerband ausprobieren oder Volleyball spielen. Die Jugendlichen sind maßgeblich an der Gestaltung des Internatslebens beteiligt. Sie bestimmen mit und nehmen so ihre Insel nicht nur als Ort des Lernens, sondern auch als Ort des Lebens wahr, wie hier bei der Planung der Internatsfahrt. Die Jugendlichen lernen, dass diese Freiheit mit der Verantwortung für sich und für andere verbunden ist. So wird ihnen bei der Bewerbung neuer Erzieher ein Mitspracherecht eingeräumt. Füreinander da sein, sich gemeinsam engagieren. Überhaupt ist das Gemeinschaftsgefühl im Internat ganz wichtig. Hier werden gerade, ein Schuljahr neigt sich dem Ende, die sozialen Zeugnisse von den Erziehern an die Jugendlichen verteilt. Früher gab es nur Internatsschüler, heute haben wir uns geöffnet, dass also auch Externe zu uns kommen können. Und es gibt also keinen Unterschied zwischen Ex- und internen Schülern. Also es ist keine Enklave, sondern es ist insgesamt eine große Familie, wenn man so möchte. Thank you.